Was denn hier passiert? Oh, ist das dunkel. Das Schiff steht hier einfach so rum, ihr seid nicht mehr an Bord. Was ist denn da los? So ein kleines Sneak-Angriff tut ja immer Nein! ganz gut. Was ist denn los? Mich beißt gerade was. Ich hab's fast geschafft, aber. An die Kanone hinten! Treffen wir dich noch? Nee, die Kampfmusik ist vorbei. Hallo, erstmal. Achso, ja, die kann man ja nicht. Okay. Hallo. Nach dem Mini-Missgeschick in der letzten Folge. Ist doch alles wieder in Ordnung hier. So, alles gut. So, was habe ich denn gekriegt? 2 Goldcoins. Bauplan für eine Large Wood Gateway. Tada. Oh, Gott sei Dank. Noten fürs Akkordeon und einen gesalzenen Fisch. Und ein gesalzenes Fleisch. Ich muss erstmal wieder ans Steuer. Wir sind nirgends aufgelaufen, oder was? Nein, alles gut. Es hat wahrscheinlich automatisch aufgehört, weil niemand an Bord war. Das wäre ja edel. Das wäre ziemlich edel. Hat weil mich ich wahrscheinlich kam rein, da war mein Segel eingeholt. Hat mich wahrscheinlich gehört, wie ich weinend hinterhergeschwommen bin. Ich hätte jetzt aber auch das Ruderboot abgelassen und wäre ich entgegengekommen. Ja, das wäre auch nicht schlecht gewesen. Ich, Gott sei Dank. Ja, war doch mal wieder was Spannendes zwischendurch. In der Tat. Muss mir erstmal ein bisschen warm tanzen hier. Tanzt der hier rum? Mach ich scheiß Segel auf, dass wir hier vorankommen. Achso, kannst du weitergehen? Ja. Ich hab schon offen die Segel auf 100%. Mal gucken, ich sehe jetzt hier nicht viel und unter uns. Wie flach das hier so wird. Sollten wir ein bisschen langsamer fahren, glaube ich. Ja, eigentlich kommen wir zwischen die Shipyards jetzt. Ich würde, ja. Obwohl, sie wird sich wohl nicht vermeiden lassen, dazwischen zu fahren, aber das Drehen geht ja eigentlich ganz gut. Aber wir müssen ja nicht ganz rein. Der Hälfte reicht's ja. Denke, ne? Alter Schwede. Rechts noch rein da, genau in der Mitte durch? Ja, ich drehe gleich ein bisschen, weißt du? Also ich. Okay, Werd dann irgendwie in der Mitte dann hoffentlich zum Anhalten kommen. Jo, ich sehe schon den Lootstrahl. Jetzt schon? Jo. Ich drehe mal. So sieht das aus, wenn man den Schatz sieht und heben möchte. So. Könnte ankern. Ja, dann mach das ruhig. Wenn ich komme hier besser wieder weg. Gut, Segel ist eingeholt. Jo. So, weiter Schwimmen geht's wir? Mit unserer Schatzsuche. Schwimmen wir oder nehmen wir das Ruderboot? Wir schwimmen. Da zum Shipyard sind ja nur 5 Meter und da bist du ja gleich an Land. Yay! Nachgeladen habe ich. Ja. Na gut. Jetzt allerdings ein bisschen ungünstig im Dunkeln, ne? Da gebe ich dir recht. Das stimmt wohl, aber es ist doch viel spannender im Dunkeln. Ja, das stimmt. Wie spät haben wir? Also es wird auch noch eine Weile dunkel bleiben. 23.45 Uhr. Aber sieht wahrscheinlich... So ein Wohnshipyard hier, hm? Ja. Jo. Aber du kannst auch hier ein kleineres Ding, noch kleineres Ding bauen. Hier großen. Du kannst wahrscheinlich alles in der großen bauen. Ah ja, das könnte natürlich sein. Und das wird dann nur anders zusammengestrickt. Hier liegen ganz viele Schatzkarten links, die können wir natürlich auch vorne noch ein bisschen looten. Ja. Boah. Ja. Schön flach hier. Jo. da. Eine rote. Nicht, dass ich hier gleich schon in den Schatz reinlaufe. Nee, alles gut, alles gut. Das geht wahrscheinlich nur, wenn der die Schatzkarte hat, dann sich da nähert, denke ich mal. Genau. Her. Lass mir mal kurz so gucken. Cool aus. Da hinten ist glaube ich noch eine. So, ich hab. Ach so, jetzt habe ich die Karte da drauf gelegt. Und eine Klamotten wieder anziehen, meinen anderen. J8 habe ich noch eine gefunden. Oh, sehr gut. Ich habe K8.
Karte habe ich, hat's. glaube ich, habe ich auch noch eine. Aber liegt auch eine zu Hause noch, ja. Lohnt sich wenigstens da nochmal hinzuschippern, wenn wir mal gleich zwei, drei davon hätten. So, wir folgen dir. Unauffällig, selbstverständlich. Schatzkarte, wo wir zusammen hier gesucht haben, wie verrückt. Ja. Schon, ich erinnere mich an den sumpfigen Kram hier. Und an die lauten Wellen. Ah ja, die auch ganz besonders. Um mal eine bessere Position finden, um hochzukommen. Ist das oben beim Haus? Nee, links daneben auf dem kleinen Vorsprung, wo wir es auch die ganze Zeit vermutet hatten. Ah ja. Hier müsste es doch hochgehen, oder? Aber ein kleiner Vorsprung. Geht's hoch, tatsächlich? Ja. Hier geht's auch. Nee. Gedacht. Hier geht's auch. So, seid ihr soweit? Nein. Ist ja spannend, wenn man nichts sieht. Moment. Seht ihr nichts? Ne, naja, keine. Kein Ach so. Luftstrahl halt. Nee, das weißt du, wie es uns das letzte Mal ging. Ja. So. Wo? Bei den Palmen? Ja, genau, bei den Palmen. Ah, okay. Da kommen sie gleich aus dem Boden raus. Warte, soweit? Jetzt nochmal? Nein. Warum? Was ist denn los? Jetzt wäre ich soweit. Ah. Oh, das wollte ich ja. Dass sie Da kommen sie auferstehen. auch schon. Das ging ja mal komplett daneben. Oh. Killt den Archer. Oh, das war gar nicht so schlecht. Wenn die auch rumarschen, das ist ja unangenehm. Gerade gezielt. Oh nein, ehrlich? Scheiße, ja, Ja. das war der Angefressene, den wollte ich erstmal weghaben mit der Pistole. Verdammt. Oh, Scheiße. Oh, oh. Gar nicht so einfach hier nachzuladen und. Zu laufen? Ja. Oh, die haben sich eingegraben. Ach, das ist nicht so gut. Oh, okay. Hier unten sind ja noch ein paar. Uiuiui. Oh, das hier wieder eine halbe Stunde hier mit dem Nachladen. War nicht so gut. Ich glaube, ich leg mal den Bogen auf. Oh, der kriegt, steckt aber einer ordentlich ein. Oh. Ich bin ja auch mittendrin irgendwie und die haben Schilder, die Schweine. Sehr gut. Was das? Ich weiß nicht, könnte auch noch einer eingegraben sein. Ja, Da diese. unten ist noch einer. Ja. Wie habe ich denn eingesteckt? Das geht eigentlich. Steckt ihn an! Innen nicht. Oh, jetzt jetzt hat hat es er wieder sich wieder eingegraben. eingegraben. Oh, Scheiße, Mann, ey. Ja. Da kommt er nochmal. Naja. Oh, jetzt habt ihr eine, oder? Naja. Jo. Kann ich graben, ne? Jetzt kannst du mal irgendwie graben. Wo ist denn das? Wenn ich Direkt das an der nicht Palme. sehe. Ah ja. Irgendwie muss man mal gucken. Ja, Schaufel. Scheiß Büsche hier im Weg. Versammelt euch um den Loot. Oh, du gräbst ja direkt unter mir quasi. Da kommt eine Kiste. Politik 2.9, naja, okay. So, ja, wieder 80, glaube ich, ungefähr Goldmünzen.
Blueprint für grüne Hidepants und Blueprint für grüne Hidegloves. Oh. Ah, fein Climbing Pick, naja. Ich hab mir hier ein Bein Club und nochmal hier ein Hide Shirt aus der Seite, das große. Mit ein bisschen mehr Armor, mit fast 24. Ganz oben. Das ist schon mal. Und Speed Multiplayer plus 2,5%, 2,1%. 83 Gold. Ja, ein fein Hide Shirt. Jetzt nicht so der Knaller, glaube ich. Da müssen wir die besten davon raussortieren, würde ich sagen. Und genau. Basteln wir uns einen schönen Schrank für die ganzen schönen Sachen. Wir gehen einmal alle rein. Und ja, gibt es ja eigentlich sowas wie einen Bücherschrank? Das wäre auch mal nicht schlecht. Ja, das stimmt. M4 habe ich eine Karte gefunden. Das ist ein bisschen weiter weg. Stimmt wohl. Tatsächlich J8. J8, okay. Ja, und guck mal da, hat Anna hochgebaut. Das war aber noch nicht beim letzten Mal. Die Treppen da. Alter. Vielleicht können wir da ja mal drauf gehen. Da können wir drauf gehen, wenn wir da hingehen. Ich möchte nicht drauf gehen. Nee. Ich auch nicht. Doch, das geht nach oben. Ich gehe dann nach oben. Wenn ich sowas wie einen Fallschirm hätte. Okay. Ist natürlich cool, wenn du so einen Gleiter hast, ne? Von hier kannst du bestimmt bis zur nächsten Insel da fliegen. Nach Hause kannst du bestimmt gleiten, ja. Nur aufpassen, wenn du hier hochgehst. Deswegen gucke ich dir auch nur zu. Gebaut haben das, glaube ich, die Saufkumpanen. Das würde einiges erklären. Auf jeden Fall. Ein falscher Schritt und das war es hier. Ja, vor allem auf der 12. Ebene. Naja, ich habe ja das Bett vor der Tür. Ah ja, hier habe ich schon mal wieder Salz gefunden. Ah ja, okay. Wir haben das Licht brennen lassen auf dem Schiff. Das macht nichts. Was ist es denn noch? Nach oben? Alter. Oh, ich höre was. Das ist, ach, das ist noch eine. Du bist gerade so auf der Hälfte, schätze ich. Da runter weiß ich noch nicht, ob ich da Lust habe, wirklich die Treppen runter zu laufen. Salz. Vielleicht springe ich auch einfach runter. Na, wo komme ich denn hier hoch jetzt? Ich fange dich auf. Ach, das möchte ich sehen. Das Ganze erstmal hier. Fernglas an. Ja, die Saufkumpanen tatsächlich. Wir haben auch ein bisschen Langeweile gehabt, glaube ich. Erstaunlich, dass das hält ohne irgendwelche Sicherungsmaßnahmen. Gott, wie lange ist denn das noch? Du hast noch 4 Ebenen vor dir ungefähr. So 8 Leitern. Ganz vorsichtig zippelt er da hoch. Eieieiei. Und Fallschirm gibt's ja nicht, ne? Dann ist vorbei, wenn du da mal einen Abgang machst. Das ist ja nicht schlimm. Die mittlere Möhre liegt da draußen, ja. Ja. Oh. Gleich mal die Betten testen. Kannst du bitte in meine Richtung springen? Ja, gerne, das tue ich glatt. Ich sehe dich gar nicht mehr, du bist außerhalb meiner Sichtreichweite. Ach doch, da oben bist du. Wie weit ist denn das jetzt noch? Ah, da ist es ja. Eine, zwei Treppen quasi, ne? Und oben steht eine Kiste. Hallo. Ach, herrlich. Hallo, das ist eine Aussicht. Wo seid ihr denn? Ich bin. Sehe euch nicht mehr. Seht ihr auch nur noch mit dem Fernglas? Das Haus sehe ich noch, ja. Okay. Hier unser Schiff, das von hier oben aussieht wie so ein Spielzeugboot. Ich bin, stehe quasi vorm Haus. So. Soll ich mal in die Richtung springen? Ich bitte drum. Ruhig glatt. Hat man eine schöne Aussicht. Man sieht die andere Insel nebenan so ein bisschen. Bist du noch die andere oben? Auch da. Bist du schon gesprungen? Nein, ich bin da oben. Richtung Haus, ne? Spring Richtung Haus sehr gerne. Da ist das Haus, okay. Jetzt links. Oder nie. Juhu! Oh, du bist gestorben? Wie geht denn das? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Oh, du hättest ja mal ein bisschen praktischere Stelle sterben können. Es tut mir leid. Ich nehme alles mit, oder? Nee, lass ihn mal kommen. Wir können hier noch was abernten. So.
Ja, er putzt das Brot. Ja, das ist das Beste, wenn du aufwachst und siehst ihn gleich das Brot putzen. Mache ich jetzt auch sowieso nichts mehr mitnehmen, weil ich jetzt komplett überladen bin. Ja, ist schon ganz lustig, kann man mal machen. Dann kommst du erstmal wieder hierher, ja? Ich bin auf dem Weg. Sehr gut. Wäre gerne hier oben hoch, aber es ist leider nicht zu machen. Ja, ich habe da eben noch eine Stelle gefunden, da ging es dann. Die Treppen führen noch nach oben. Ja, ich kann nicht springen, ich bin so schwer. Ah, da ist glaube ich noch Salz. Salz brauchen wir eher als Kristall, ne? Ich hatte jetzt nämlich wieder noch Kristall. Ja, jetzt so ganz üppig. Aber wir haben ja noch einiges. Ich denke mal. Dann schmeiße ich das Kristall mal ab. Das war eigentlich eine ziemlich blöde Idee, alles von Hol dir mir noch zu lieber noch ein holen. bisschen Salz. Warum habe ich denn nichts mehr an? Ich habe alles. Was? Oh, was? Ich habe alles in der Tasche. Ich wollte jetzt eigentlich das nehmen und dann zum Schiff zurück, aber War wohl nix, ne? ich könnte dir ein bisschen was hier hinwerfen, wenn du gerne möchtest. Hier hochkommen irgendwann, Naja, ja. ein bisschen rechts von dir aus. Da ist eine Stelle, da ging's. Bin ich eben auch nicht hochgekommen. Ich habe gedacht, es liegt daran, dass ich zu schwer bin, aber. Deswegen sagte ich, es war ein bisschen nicht so eine super Idee, alles zu looten. Jetzt müssen wir es wieder auseinanderfriemeln, ja, aber es wird schon gehen. Bist du da? Ich stehe vor dir. War das so ein Haufen Scheiß dabei, du? Ehrlich mal. Bin ausgerüstet im Kampf. Das hier? Simple Shot. Pfeile. Big Eggs, eine Fackel. Ich weiß nicht, ob das deins oder meins ist, keine Ahnung. Nee, das hatte ich alles dabei. Karabiner, hier sowas. Zwei Bögen, das hier. Für eine Stoffsache. So, hier, dies, das und Höschen. Ich glaube, eine Schaufel. Nee, Ja, doch. hast du aber schon. Nee. Ich habe jetzt nur eine. Ja, und du hast wie immer keine dabei. Doch, Also doch, eine. ich hab's auf dem Slot liegen, alles gut. Naja. Alles gut. Habe ich natürlich auch die Pläne, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm, ne? Oder Nee. willst du noch? Nee, nee. Ja, ich bin jetzt schon voll von Gewicht, also ich hab mir noch mal 600 Salz gegönnt. Ach ja. Ja, reicht ja dann eigentlich auch noch. Dann würde ich sagen, auf erstmal nach Hause, Goldsicherheit bringen und die Baupläne und dann zur nächsten Schatzsuche oder was? Ich würde sagen, ihr macht euch noch mal voll. Seid ihr schon voll? Ja, ich bin voll. Ich nicht. Ich habe noch nichts getrunken. Ich hab Hunger, ich brauche Vitamine unbedingt. Aua. Ja. Also so langsam müssten wir da nochmal aufbrechen. Ja, können wir auch. Könnt ja schon mal gehen. Sind den Weg wieder nicht, ne? Aber klar. Dann ist ja gut. Natürlich. Dachte ich. Ja, warum laufen die mal alle hinterher? Zufällig. Ich nicht. Ach so. Warte mal, doch, wir müssen doch eigentlich. Wo ist denn die Schatzstatue? Ich sehe die nicht. Ah ja, jetzt habe ich's. Noch Kristall irgendwo? Da war, das sind ja diese ganz kleinen, nuckeligen braunen Steine, ne? Was ist denn das Schiffchen? Hinter wieder irgendwo? Oh, dann hat das Schiff geklaut. Schiff ist untergegangen. Smitty. Nee, ich glaube, es ist noch da, wo wir es abgestellt haben. Ach, okay.
hoffe, ich bin jetzt nicht in der komplett falschen Richtung unterwegs. Ich sehe es. Oh, ich gut. Nicht. Ich nicht. Seid ihr denn schon wieder hingelaufen? Zum Schiff. Dachten wir zumindest. Ich glaube, es ist. Ah, ich habe sogar jetzt. Ich habe sogar den Wild jetzt verloren. Aber ich bin doch fast noch in Hausnähe. Ja, ich dachte jetzt, die eine Shipyard, das wäre die, wo wir dran gekommen wären, aber da steht nichts drauf. Aber hier ist nur eine Flaschenpost, die kann ich ja nochmal mitnehmen. Dann war der Weg ja nicht umsonst. Okay, das mit den Schätzen, das klappt aber jetzt schon mal ganz gut auf jeden Fall. Wenn wir uns ein bisschen Kohle zusammensammeln. Vielleicht auch mal eine Stufe schwerer gehen. Ja. Das war ja schon durchaus machbar, das Ganze. Also die Waffen sind da schon sehr effektiv, wenn du wirklich einmal richtig triffst. Ja. Dann haut da schon was rein, aber die zu treffen ist dann alles ein bisschen schwammig noch so ein bisschen. Beim Schießen und beim Zielen. Stimmt wohl. Weiß nicht, wir hätten wahrscheinlich auch hier irgendwie vielleicht nochmal gucken sollen, ob wir hier irgendwie mal so ein Bienennest oder was finden. Keine Ahnung. Aber richtig umgucken tun wir uns ja jetzt auch hier nicht. Ah, ja, ich glaube, so ein Bienennest ist ja schon aufgefallen. Was gefunden hätten. Mal ein bisschen, was hier so wächst. Azzarola. Azzarola. Grapes. Oh. Zyklone. Die Zylonen kommen. Schnell aufs Schiff. Wie ich immer. Ja, da steht doch Climb Up. Dann climb doch mal bitte ab. Erstmal was essen. Ach ja. Guck ihm ein bisschen beim Fegen zu. Fisch. Zwei Stück und ein paar Beeren, dann läuft schon wieder. Bin ich allerdings auch schon wieder sehr gut gesättigt. Gut. Seid ihr da? So, ich wäre dann auch da. Ja. So, das reicht erstmal. Dann würde ich sagen, aua. Na? Ach, ein, heißt er dann hier? Krokodil? Nö, der andere Manta. Dann bringen wir unsere Schätze nach Hause und dann gibt es in der nächsten Folge wieder ein lustiges Abenteuer mit uns. Ja. Auf jeden Fall. Also immer schön einschalten, man weiß nie, was passiert. Entweder springe ich mal von einem Sprungturm in den Tod oder die beiden verlassen das Schiff, obwohl jemand am Steuer ist. Ja. Ne, kommt halt auch mal vor unter Piraten. Ja, lass einen Daumen da. So sieht's aus. Macht's gut. Ciao. Tschüssi. Tschüss.